Also 2011 sind wir von Nordrhein-Westfalen nach München umgezogen. Mein Mann, meine Wenigkeit und meine vierjährige Tochter. Ich war hochschwanger, sind dann wie gesagt nach München gezogen. War alles ganz normal. Ja, wie das halt so ist, wenn man umzieht, ein bisschen Stress und ja, halt noch das ganze Einräumen so in der Wohnung. Ja, dann weiß ich nicht, wir waren, glaube ich, 2 Wochen in der Wohnung drin. Mein Mann war arbeiten. Ich war mit meiner vierjährigen, nee, Quatsch, damals 3 Jahre war sie, 2011, war alleine mit ihr zu Hause. Ich habe irgendwas gemacht. Ich glaube, ich habe noch ein paar Kisten ausgeräumt oder so. Da kam sie ganz ängstlich zu mir. Angerannt, Mama, Mama, da ist gerade ein Mann ins Badezimmer gerannt. Habe ich gesagt, okay, gut, weil sie hat halt sehr ängstlich ausgesehen und war auch richtig am Zittern, hat sich hinter mir versteckt. Dann habe ich versucht, sie erst ein bisschen zu beruhigen, habe gesagt, hör mal, Mäuschen, hier ist keiner, wir sind hier ganz alleine, der Papa ist arbeiten und hier kann kein Mann reinkommen. Und dann hat sie gesagt, doch, da ist einer reingegangen. Also sie war so fest davon überzeugt, dass da ein Mann reingegangen ist. Dann habe ich gesagt, okay, ich guck mal nach, ob da jemand ist. Dann bin ich halt ins Bad und mir war selbst schon ein bisschen komisch, weil die hat mir echt wirklich in dem Moment Angst gemacht mit ihrem Blick, ja, weil sie echt davon so überzeugt war. Da hatte ich selbst schon so ein seltsames Gefühl, aber bin dann halt ins Bad, hab das Licht angemacht und ja, gut, da war niemand. Hab ihr dann halt gesagt, schau, hier ist keiner, wir sind alleine, du musst überhaupt keine Angst haben, hier kann auch keiner reinkommen, die Tür ist auch abgeschlossen, du musst da überhaupt keine Angst haben. Und da sagte sie noch, Mama, da ist wirklich gerade ein Mann reingegangen. Ich sagte, da ist ein Mann reingegangen. Also sie war so fest davon überzeugt. Ja, dann habe ich halt versucht, sie abzulenken mit irgendwas anderem. Ja, das hat dann auch funktioniert. Und ja, dann kam das halt hin und wieder mal schon mal vor, dass die dann irgendwie mir solche Sachen gesagt hat, dass da gerade einer durch den Flur läuft oder ein Junge würde bei uns im Flur in der Ecke sitzen. Irgendwann bin ich ins Krankenhaus gekommen, habe dann den Kleinen bekommen. Ja, dann war der Kleine von uns, der war 3 oder 4 Monate alt. Da fing das einfach dann auch an für mich offensichtlicher zu werden, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da habe ich dann an einem Nachmittag habe ich einen Nuki von ihm gesucht, weil jedes Mal irgendwie die Nukas verschwinden und jeder, der ein Kind hat, der weiß das ja, dass man jedes Mal nach einem Nuki suchen kann. Und ich war sowieso total übermüdet von den ganzen schlaflosen Nächten mit dem Kleinen und war dem Nachmittag dann halt auch schon ein bisschen genervt da. Hab dann nach diesem Nuki gesucht, bin ins Schlafzimmer. Neben unserem Ehebett stand das Babybett, damit ich es nachts halt nicht so weit hab, wenn er sein Fläschchen braucht. Und hab dann erstmal in seinem Bett geguckt, lag kein Nuki drin. Hab unter seinem Bett geguckt, lag auch kein Nuki drin. Bin dann auf die Knie, habe dann unter unserem Bett nochmal nachgeschaut, ob da irgendwo Nuka zu sehen ist. Habe ich auch kein Nuka gesehen. Bin aufgestanden, habe mich praktisch vor unserem Bett gestellt, also an dem Fußende, aber noch ein ganzes Stück davor. Also stand jetzt nicht direkt mit meinen Beinen so da dran und habe halt so vor mich hingeflucht, so mein Gott, jedes Mal diese Nuki-Sucherei hier, das nervt. Und als ich das so vor mich hingebabbelt habe, kam unter dem Bett ein Nuka rausgerollt, der direkt vor meinen Füßen gelandet ist. Ja, da stand ich dann erstmal da total fassungslos und habe natürlich gedacht, ey, bist du jetzt bekloppt? Das hast du dir doch jetzt eingebildet. Und ja, habe ihn dann aufgehoben, habe aber trotzdem, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, habe dann ganz laut Danke gesagt, den Nucker genommen und bin dann gegangen. Ja, das hat mich dann schon irgendwie den Tag über ein bisschen beschäftigt und habe echt das nochmal versucht nachzustellen, dass ich da und da nachgeguckt habe, habe mich vor dem Bett gestellt, habe das gesagt und ich habe das ja auch gehört, dieses Geräusch, wie als wenn was über den Boden rollt. Und habe halt immer versucht, da den ganzen Tag über mir das zu erklären, wie kann das sein? Ja, gut, ich habe es dann natürlich so abgetan, das hast du dir eingebildet. Das geht ja, sowas gibt's nicht. Irgendwann mal nachts
jetzt von einem Samstag auf einen Sonntag war ich halt länger mit meinem Mann wach, weil wir noch ein DVD geguckt haben. Das war, glaube ich, so um 12:30 oder 12:45, als wir dann ins Bett gehen wollen. Kann auch ein bisschen später gewesen sein. Also die genaue Uhrzeit weiß ich nicht. Es muss um den Dreh gewesen sein. Hab dann alle Lichter ausgemacht und hab dann gehört, wie meine Tochter mit jemandem gesprochen hat. Und das hat mich dann ein bisschen interessiert, bin ich dann gucken gegangen, bin an ihrer Tür stehen geblieben und hab mal ein bisschen mitgehorcht und hab dann halt gehört, wie sie sagte, nein, das ist jetzt mein Zimmer, geh hier raus, lass mich jetzt schlafen. Und dann habe ich da mal so reingeguckt, aber ich habe da überhaupt niemanden gesehen. Aber sie saß richtig aufrecht in ihrem Bett, hat auch wirklich neben ihrem Bett geguckt, als ob da jemand neben ihr stehen würde. Sie hat auch so raufgeguckt und hat halt wirklich so ein richtiges Gespräch geführt, wie wenn ich jetzt eine Frage stelle und warte dann auf eine Antwort und antworte darauf auch dann wieder. Also es ging dann immer so hin und her, nur ich habe halt das nicht gehört, was sie wohl da gehört hat. Und ja gut, da habe ich erstmal gedacht, die schläft vielleicht oder die hat so ein Wachtraum oder wie die Schlafwandler das halt manchmal so haben. Bin dann zu ihr hin und wollte mich vergewissern, ob sie wach ist und bin dann zu ihr hin und sag, mit wem redest du denn da? Und da guckt sie mich an und sagt, mit niemanden. Also da war für mich das schon klar, dass sie hellwach war, weil sie mich ja auch wahrgenommen hat. Da hat die sich total zickig ins Bett gelegt und da habe ich gesagt, ja, sag doch mal, mit wem hast du gerade geredet? Sagt sie, mit niemanden, sagt sie so darauf, also total auch so, als ob die jetzt, keine Ahnung, richtig böse wäre, so zickig, so sauer, keine Ahnung, also ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, dann hat sie sich umgedreht, die Decke über dem Kopf und dann habe ich sie dann auch in Ruhe gelassen, bin dann auch zu Bett gegangen. Ja, dann habe ich das eigentlich nachts über voll oft mitbekommen, dass meine Tochter dann in ihrem Zimmer Gespräche geführt hat. Ja, dass sie mir dann immer von irgendwelchen Personen, von irgendeinem Mann erzählt, dann von einer Frau. Sie nennt sie, also diese Frau, Fee. Aus dem Grund, ich habe sie gefragt, warum sie sie Fee nennt. Sie sagt zu mir, sie dürfte mir ihren Namen nicht sagen, weil ich sonst Angst bekommen würde. Deswegen dürfte sie mir den Namen nicht sagen. Habe ich gesagt, okay, gut, wenn du das nicht darfst. Und der Mann, der heißt Herr Schumann, sagt sie. Der würde immer wollen, dass sie aus ihrem Zimmer rausgeht, weil das wäre ja sein Zimmer. Aber sie würde ihm schon immer klar machen, dass sie jetzt hier wohnt. Und ja, dann redet sie auch mal von einem kleinen Jungen, aber vor dem scheint sie ein bisschen Angst zu haben, weil sie sagt, der wäre gemein zu ihr. Der würde sie immer wach machen, will dann mit ihr spielen, aber sie hat Angst vor ihm, weil der auch manchmal rote Augen hat. Und der würde auch dann ihre Puppen nehmen und ihre Puppen hätten dann auch auf einmal rote Augen. Und das würde ihr Angst machen. Deswegen will sie nicht mit ihm spielen und zieht dann immer die Decke über den Kopf. Und dann wäre er immer sauer und würde dann die Decke immer wegziehen. Und er hätte sie wohl auch einmal aus dem Bett gezogen, hat sie gesagt. Ja, das kann ich vielleicht sogar auch bestätigen in einer gewissen Hinsicht, weil da wirklich mal eine Nacht war, wo sie, also wo ich es angenommen habe, dass sie aus dem Bett gefallen ist. Sie hat dann ganz laut gebrüllt und als ich ins Zimmer gegangen bin, lag sie auf dem Boden. Ja, ich habe halt gedacht, die wäre im Schlaf aus dem Bett gefallen. Ich fand das ein bisschen seltsam, dass die Bettdecke von ihr, die lag nicht auf dem Boden, sondern die lag hinter, also sie hat in ihrem Zimmer so einen Fernsehschrank stehen und so einen kleinen Fernseher. Und die Decke von ihr, die lag hinterm Fernsehschrank. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Aber ich habe gedacht, vielleicht hat die das ja gemacht, weil sie ja heiß war und die hat die dahinter versteckt oder wie auch immer. Kinder kommen ja halt auf komische Sachen manchmal. Habe ich sie halt wieder ins Bett. Da wollte sie aber dann nicht mehr rein. Sie hatte dann Angst und wollte sie mit zu mir ins Zimmer. Und ich war halt auch sehr müde, habe dann gesagt, okay, dann komm, habe sie dann mit ins Zimmer genommen zu mir, dann hat sie bei mir geschlafen und dann von dem Zeitpunkt an wollte sie einfach nicht mehr in ihrem Zimmer schlafen. Die hat Angst gehabt, in diesem Zimmer reinzugehen, sie wollte da auch nicht mehr spielen, sie wollte da nicht mehr schlafen. Sie hatte Angst, sobald es dunkel war, wenn wir im Wohnzimmer abends noch saßen. Also im Winter ist es ja halt früher dunkel, ab 6 Uhr. Und wenn halt in der Wohnung überall Lichter aus waren und halt nur im Wohnzimmer das Licht an war und sie musste zum Beispiel auf die Toilette, stand sie erstmal vor der Wohnzimmertür und hat erstmal rausgeguckt, ob die sozusagen, als ob ist die Luft jetzt rein, aber sie ist trotzdem nicht rausgegangen. Da hat sie gesagt, Mama, gehst du bitte mit mir? Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht. Dann habe ich gesagt, Amira, da ist doch nichts. Du kannst ruhig zur Toilette gehen oder du kannst in dein Zimmer gehen. Das wollte sie einfach nicht. Da hat sie dann schon fast angefangen zu weinen und
dann bin ich dann halt immer mit ihr gegangen und es ging dann nachher wirklich über Monate so, dass sie im Dunkeln nicht mehr alleine durch diese Wohnung gegangen ist. Dann hatte ich dann auch mal so ein Erlebnis. Das war dann mal an einem Nachmittag. Das betrifft meinen Sohn. Der war 5 oder 6 Monate alt. Den habe ich dann halt nachmittags zum Schlafen ins Bett gelegt. So ungefähr nach einer halben Stunde, ich muss aber wohl zu sagen, ich habe ihn in sein Babybettchen gelegt, in so einem Gitterbettchen, wie das eigentlich alle Babys so haben. Ich habe ihn dort reingelegt. Der war auch am Schlafen, weil er ist immer so in meinem Arm eingeschlafen. Habe ihn dann schlafend ins Bettchen reingelegt und so nach einer halben Stunde habe ich ihn weinen gehört. Da habe ich so gedacht, na toll, das war ja aber ein langer Mittagsschlaf. Bin dann ins Schlafzimmer rein, wollte auf sein Bett zugehen und dann im Vorbeigehen an meinem Bett habe ich das erstmal so realisiert, dass er gar nicht in seinem Bett liegt, sondern in meinem. Da war ich dann erstmal am Überlegen. Hab ich gedacht, ey, den hast du doch in seinem Bett reingelegt. Nein, der lag genau in der Mitte von meinem Bett. Und ich bin mir da 1000% sicher, dass ich ihn in sein Bett reingelegt habe, obwohl ich natürlich darüber erstmal nachgedacht habe, weil in so einer Situation denkst du ja nicht an irgendwas, sondern du zweifelst ja erstmal an dir selber, an deinen Gedanken oder ob du irgendwie jetzt verwirrt bist oder sonst irgendwas. Ja, habe ihn dann hochgenommen und das ist zweimal passiert. Das zweite Mal, da war er auch schon ein bisschen älter, da war er 1 Jahr alt. Nur da habe ich mir halt gedacht, dass er schon alleine aus dem Bett geklettert ist. Weil mit 1 Jahr kann das ja schon sein. Der hat das Laufen angefangen mit 1 Jahr. Der hat angefangen, aufs Sofa hochzuklettern. Da hast du dir natürlich auch gedacht in dem Moment, okay, der kann jetzt schon aus seinem Bettchen klettern. Wobei ich jetzt heute, wenn ich darüber nachdenke, sagen muss, der ist jetzt 2 Jahre alt und er schläft immer noch in diesem Bettchen, in diesem Gitterbettchen. Wir haben das nur jetzt halt runter gemacht. Er ist jetzt 2 Jahre alt. Er klettert heute noch nicht mal morgens aus diesem Bett raus, weil er es nicht kann. Morgens, wenn er wach wird, ruft er mich, sagt er Hallo Mama und dann gucke ich ihn. Also ich versuche es eigentlich mal fast jeden Morgen. Sage ich ja, komm doch raus. Aber er klettert nicht alleine aus diesem Bett raus. Und deswegen frage ich mich heute, ob da nicht auch irgendwas war, was ihm da aus dem Bett geholt hat, weil er kann es heute mit 2 noch nicht. Ja, dann habe ich halt dann auch erlebt, dass nachts immer, sobald ich ins Bett gegangen bin, und das war ja teilweise zu dem Zeitpunkt von der Geburt an meines Sohnes bis zum ersten Lebensjahr, bin ich immer erst spät nachts ins Bett gekommen, ab 1/2, weil mein Kleiner ein Schreibaby war und der war halt ziemlich anstrengend. Und vor 1/2 bin ich nie ins Bett gekommen. Und dann, wenn ab 1/2 hier immer Ruhe war und ich dann auch endlich ins Bett gehen konnte und dachte, oh Gott sei Dank, jetzt endlich nur schlafen, habe ich immer ein Rufen gehört, also Mama. Und dann dachte ich immer, oh Gott, ja gut, jetzt ist die Kleine wieder wach, bin aufgestanden zu ihr ins Zimmer. Sie war tief und fest am Schlafen. Dann dachte ich mir, okay, sie träumt jetzt vielleicht von mir oder hat mich halt im Schlaf gerufen. Das machen Kinder ja auch schon mal hin und wieder. Und bin dann wieder ins Bett. 10 oder 15 Minuten später das gleiche Spiel schon wieder. Hat jemand gerufen, Mama. Ich schon wieder aufgestanden, habe nachgeschaut, sie war immer noch am Schlafen. Aber dann kam mir das schon ein bisschen komisch, habe ich sie ein bisschen wachgerüttelt. Habe gesagt, hast du mich gerufen? Und dann hat die mich erstmal so ein bisschen so verschlafen angeguckt und hat dann erstmal so gehört und ja, dann hat sie sich wieder umgedreht, hat weiter geschlafen. Ja, gut, sie war halt tief und fest am Schlafen. Ich habe mir dabei auch noch nichts gedacht, weil Kinder machen das halt im Schlaf und deswegen dachte ich, das kam halt von ihr. Nur das war von dem Zeitpunkt fast jede Nacht so, fast zur gleichen Uhrzeit. Das war dann auch mal am Wochenende, da habe ich sogar mal meinen Mann wach gelassen, so bis 1/2, weil ich wollte, dass er das auch hört.
Und das war dann auch um 12:30, 12:45 ungefähr. Dann lagen wir dann im Bett und der wollte dann immer schon einschlafen und ich habe dann immer versucht wachzurütteln und habe gesagt, nein, warte. Ja, dann war dann nichts, aber dann, wo ich dann selber auch schon aufgegeben habe und dann auch schon gedacht habe, okay, habe ich mich auch hingelegt und wollte dann auch einschlafen und dann kam es wieder, Mama. Dann habe ich mich so direkt aufrecht hingesetzt, habe gesagt, hast du es gehört, hast du es gehört? Da sagt er ja. Und dann sagt er aber, das war unsere Tochter. Und da habe ich gesagt, nee, das ist die nicht. Das ist fast jede Nacht, fast zur gleichen Uhrzeit so. Habe ich gesagt, und jedes Mal, wenn ich gucken gegangen bin, war sie am Schlafen. Das kann die doch nicht jede Nacht so machen. Und der war halt davon überzeugt, dass es unsere Tochter war, weil er es zum ersten Mal auch so mitbekommen hat. Und trotz meinen Erzählungen, dann, ich wollte nur halt auch sicher gehen, dass ein anderer das auch hört, dass ich es mir nicht einbilde. Aber er hat es mir bestätigt, dass das auch gehört hat. Dann war meine Schwester einmal zu Besuch hier und die Kinderzimmertüren waren alle zu. War also die komplette Familie war am Schlafen, nur meine Schwester und ich, wir waren noch wach. Das war um 22:45 oder auch 12:30 rum war das. Wir standen dann noch in der Küche, hatten noch ein bisschen gequatscht und ich stand so unmittelbar an der Küchentür und dann haben wir das auch wieder gehört, Mama. Und das war aber, also wirklich diese Stimme, die war so nah, das hat sich so angehört, als ob da wirklich ein Kind im Flur gestanden hat und nach Mama gerufen hat. Und da habe ich erstmal gedacht, dass da meine Tochter aufgestanden ist oder die Tochter von meiner Schwester. Bin ich in den Flur, da stand keiner. Und die Zimmertüren waren alle immer noch verschlossen. Und dann bin ich aber trotzdem erstmal nachgucken gegangen, ob eins der Kinder wach ist, aber die waren alle am Schlafen. Und dann bin ich nochmal zu meiner Schwester hin und dann habe ich sie nochmal gefragt. Ich so, aus welcher Nähe meinst du, das gehört zu haben? Und sie sagt, das kam direkt hier aus dem Flur. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich auch so empfunden. Und sagt sie, das ist ja krass. Ja, und dann habe ich ihr das halt erzählt, dass ich das fast jede Nacht höre und vielleicht mal eine Nacht nicht, aber dafür darauf die Nächte kommt das wieder und dann macht es mal wieder Pause. Da sagt sie, ja, das ist ja ein Ding und sagt sie, das habe ich auch gehört und da hat sie gesagt, da kriegt man ja direkt Gänsehaut und ja gut, aber dann versucht man trotz all diesen Dingen, die ich auch selber erlebt habe, immer noch eine rationale Erklärung dafür zu finden. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein anderes Kind im Haus, aber meine Schwester hat mir ja selber auch bestätigt, dass sie das ja auch direkt hier aus unserem Flur in unserer Wohnung gehört hat. Ja, also direkt in unserer Nähe. Samstagmorgen war das noch, das weiß ich. Da ist mein Mann aufgestanden, ist in die Küche, hat sich einen Kaffee gemacht und die Kinder sind dann gleich hinter meinem Mann her, weil ja, mein Mann geht ja halt die ganze Woche arbeiten und die Kinder haben halt nur den Samstag und Sonntag was vom Papa und sobald er dann aufsteht, sind die hinter dem Papa her und haben sich dann gefreut, dass der Papa heute Zeit hat, sind dann sofort hinter ihm her. Der hat sich einen Kaffee gemacht und hat sich dann auf den Stuhl gesetzt. Hat dann seine Kinder so im Arm genommen, auf den Schoß und dann hat meine Tochter gesagt, oh komm, wir machen ein paar Fotos, weil der hatte auch ein neues Handy und hat er gesagt, ja komm, machen wir ein paar Fotos. Und dann hat er halt dann seinen Sohn auf den Schoß genommen und die Tochter stand so neben ihm direkt im Arm, hat er halt so vier Fotos kurz hintereinander geschossen, also zack, 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 zack. Dann irgendwann mal abends habe ich mir mal die Fotos, die der so gemacht hat, anzugucken, einfach nur um zu gucken, wie diese Kameraqualität ist. Und er hat mir die Fotos angeguckt, die der so alle da drauf hatte. Und dann bin ich dann auf diese besagten Fotos gestoßen, die er an diesem Morgen gemacht hat. Und da habe ich mir das erste, das zweite, das dritte und das vierte, die habe ich mir ziemlich schnell hintereinander angeguckt. Wobei mir auf dem dritten etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Deswegen bin ich wieder zurück zum dritten Foto und habe dann ein bisschen rangezoomt und habe dann gesehen, dass auf diesem Foto etwas drauf ist, was mich total erschrocken hat. Also man konnte deutlich sehen, dass im Flur, also praktisch hinter meiner Familie im Flur, jemand durch den Flur geht, eine kleinere Person, die dann auch so leicht in die Küche reinschaut im Vorbeigehen. Dann habe ich nochmal aufs vierte Foto gemacht. Auf das vierte Foto war das aber schon gar nicht mehr zu sehen. Ja, dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich das nochmal vergrößert, ich habe das rangezoomt, ich habe es an den Fernseher angeschlossen, habe gedacht, vielleicht kann ich auf dem Fernseher vielleicht halt noch ein bisschen mehr
erkennen, wenn ich das Foto irgendwie vergrößere oder so. Und also ich konnte deutlich darauf auch ein Gesicht erkennen. Also Augen, Mund, Nase konnte ich erkennen, also von meiner Sicht her. Und in dem Moment war mir das eigentlich dann klar. Also ich habe das eigentlich die ganze Zeit schon gewusst, wollte es nur nicht wahrhaben. Ab dem Zeitpunkt von dem Foto habe ich gewusst, hier ist irgendetwas. Also wir haben ja auf jeden Fall einen Geist oder vielleicht auch drei Geister, so wie es meine Tochter sagt. Aber ich habe zumindest jetzt einen Beweis, dass wir hier einen haben. Nur um ganz sicher zu gehen, habe ich das Foto per E-Mail an ein paranormales Zentrum oder so eine Hilfstelle ist es, habe ich das hingeschickt, ist auch eine ganz bekannte, um das Foto einfach mal untersuchen zu lassen, ob nicht vielleicht doch etwas an der Kamera ist oder ob das eine Überlichtung war oder vielleicht, dass unser Schatten irgendwie geworfen hat, um das einfach vielleicht auch auszuschließen, dass da vielleicht was ist. Ich habe das dann da hingeschickt und die Frau hat sich dann am gleichen Tag auch noch bei mir gemeldet, hat mir dann halt auch noch ein paar Fragen zu dem Foto gestellt, die ich ihr dann auch beantwortet habe. Dann hat sie mir halt gesagt, ja, dass sie das Foto dann an diese Spezialisten, die sie dort haben für Fotos, dann weitergibt und dass sie sich dann meldet. Und dann nach 3 Tagen habe ich dann einen Anruf wieder von dieser netten Dame bekommen und eigentlich hat sie dann zu mir gesagt, dass sie es gleich 3 Leuten aus ihrer Mannschaft da gezeigt hat, die Fotos bearbeiten oder auch also Fotos, die gefaked sind, einfach auch sofort erkennen, dass das nicht echt ist. Gleich 3 Stück gezeigt, um einfach ganz sicher zu gehen. Und die haben das alle 3 bestätigt, dass weder irgendwie was mit dem Blitz nicht in Ordnung war, wobei wir ja gar keinen Blitz benutzt haben, dass auch keine Überlichtung oder ein Fehler in der Kamera war. Also die können das ganz ehrlich nicht erklären, was das da im Hintergrund ist, weil die sind ja dann auch natürlich vorsichtig mit das ist jetzt ein Geist, weil die können das jetzt auch nicht sagen, das ist, natürlich ist das ein Geist, ne, die müssen da ja auch vorsichtig mit umgehen und haben halt gesagt, also an der Kamera liegt es nicht, es ist eindeutig auch kein Fake und es ist darauf deutlich etwas zu erkennen. Wir können nicht sagen, was es ist, aber es ist etwas. Es hat auf jeden Fall von den Bemessungen her, was die da durchgeführt haben, eine Größe von einem Kind. So, und wenn man sich das Foto ja dann auch anguckt, hat das ja auch meiner Meinung nach jetzt das Kind auch kurze Haare. Also für mich sieht das auch aus wie ein kleiner Junge. Und das passt ja dann auch mit den ganzen Aussagen von meiner Tochter, dass da ja auch ein kleiner Junge ist und der ihr ja auch immer Angst macht. Ja, also das war dann eigentlich schon für mich der Beweis, dass wir hier zumindest dieses Kind haben. Das war dann auch noch so ein Erlebnis, was ich hatte. War dann natürlich auch nachts, weil tagsüber war es eigentlich relativ ruhig, beziehungsweise vielleicht habe ich da auch nicht wirklich irgendwas mitbekommen. Vielleicht sind da auch Sachen geknallt, aber ich wohne in einem Haus mit mehreren Leuten hier und ist ja klar, dass dann da oben mal einer rumpelt und unten mal einer rumpelt. Tagsüber nimmst du das vielleicht nicht so wahr wie nachts. Wie gesagt, dann lag ich halt nachts im Bett. Und ich hatte halt durch die ganzen anderen Sachen, die dann nachts immer gewesen sind, halt schon einen schweren, ich hatte Einschlafprobleme und lag dann schon bis 2 manchmal wach im Bett, um mal zu horchen, ob da wieder irgendwas ist. Und dann habe ich das dann auch mal mitbekommen, dass da, also es hat sich so angehört, wir haben einen Kronleuchter in der Diele hängen und da hängen ja diese Glasfigürchen oder ja, was das auch immer ist, das hängt halt da dran. Und es hat sich dann so ein Geräusch gegeben nachts, als ob da jemand mit seiner Hand gegengeschlagen hätte. Und das war halt auch ziemlich laut und dann bin ich aufgestanden, habe in der Diele das Licht angemacht und habe dann auf den Kronleuchter hochgeguckt und habe dann gesehen, dass die wirklich alle am Wackeln waren. Und hab dann gedacht, oh mein Gott. Ja, hab dann aber das Licht wieder ausgemacht, bin zurück ins Bett gegangen und hab mich unter die Decke verkrochen. Und ja, hab das dann natürlich wie immer so hingenommen, ist halt so. Und
habe mir eigentlich auch vorgenommen, das mal ein bisschen zu ignorieren und hab's mir vorgenommen. Nur halt, dass da mit den Kronleuchter ist dann halt schon öfters auch nachts gewesen, dass da jemand gegengeschlagen hat, dass es halt auch richtig laut war, dass du das richtig, dieses Geräusch von dem Glas gehört hast. Also das war schon ziemlich laut. Also ich weiß auch nicht, du stehst dann einfach auf, weil du musst halt nachschauen. Man kennt das ja vielleicht aus den Horrorfilmen, oh Gott, warum geht die jetzt gucken? Ey, das ist aber wirklich im wahren Leben auch so. Wenn du irgendwas aus deiner Wohnung hörst, was seltsam ist, du stehst wirklich auf und guckst nach, obwohl du totale Angst hast, ja, aber du machst das. Ja, und ich habe halt nie was gesehen. Ich habe nur halt immer gesehen, dass der Kronleuchter dann am Wackeln war. Ja, habe das dann halt auch immer wieder versucht zu ignorieren und ja, dann irgendwann habe ich das dann auch wirklich mal geschafft. Dann ist es auch mal wieder gewesen nachts und bin dann wirklich nicht aufgestanden und habe nicht nachgeschaut und hab's so hingenommen, hab mir dann so ein Kissen aufs Ohr gelegt. Ja, dann bin ich dann auch irgendwann mal eingeschlafen. Und dann, ich weiß nicht, das kam mir dann wirklich so vor, als ob das von dem Zeitpunkt an, wo ich das ignoriert habe, immer schlimmer geworden ist, diese Geräusche. Dann hatten wir das mal nachts, meine Schlafzimmertür stand auf. Unsere Kinder haben mit bei uns im Zimmer geschlafen, alle beide, weil meine Tochter ja nicht mehr in ihrem Zimmer schlafen wollte. Dann, ich weiß nicht, das war dann auch mitten in der Nacht irgendwann, hat irgendwas so laut geknallt, dass wir dann wach geworden sind, alle vier. Also ich saß wirklich kerzengerade im Bett, ich habe mich so erschrocken und ich sag noch zu meinem Mann, geh mal gucken, was das war. Und ja, der hat sich natürlich nicht getraut. Ich bin dann aufgestanden, habe das Licht angemacht und beim Licht anmachen, weil unser Lichtschalter direkt an der Tür ist, habe ich gesehen, dass die Schlafzimmertür zu ist. Und ich bin mir 1000%ig sicher, dass ich die aufgelassen habe, weil ich mag das nicht, wenn die Türen zu sind, wenn ich schlafen gehe. Das ist eine Angewohnheit, seitdem wir die Kinder haben, schlafe ich immer mit offener Schlafzimmertür, damit ich auch mal alles mitbekomme. Deswegen weiß ich, dass die auf war. Und die ist zugeknallt. Und das war halt mitten im Winter. Wir hatten definitiv keine Fenster auf. Und was mir auch komisch vorkam, unsere Schlafzimmertür, die ist ein bisschen defekt. Also die musst du wirklich, also wenn du die normal zumachen willst, Klinke runter und zuziehen willst und Klinke loslässt, die hakt sich nicht ein, die springt wieder auf. Also die musst du wirklich richtig feste zuziehen, dass die auch zu bleibt. Ja, also die ist auch mit einem richtigen Knall zugegangen und also da konnte ich überhaupt nicht mehr einschlafen. Mein Mann hat natürlich irgendwie versucht, mir da irgendwas zu erklären, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Der hat gesagt, ja, vielleicht sind die Fenster ja undicht. Da habe ich gesagt, hör mal, der hätte ja hier einen Hurrikan reinwedeln müssen, dass die so zufällt. Aber gut, der ist halt auch so ein Mensch, der versucht auch Dinge zu erklären. Und ja, dann sind wir wieder ins Bett, hab dann das Nachtlicht aber diesmal angelassen, weil ich echt totale Angst hatte. Ja, dann irgendwann bin ich dann auch eingeschlafen. Dann wurde das schon wieder ein bisschen ruhiger, die Nächte darauf, war eigentlich nichts Großartiges, konnte dann auch mal wieder schlafen, ohne irgendwie ein komisches Gefühl zu haben oder so ein beobachtetes Gefühl hatte ich ja auch ziemlich oft nachts, wenn ich im Bett war. Das war dann einfach ganz okay. Mit den Kindern war auch alles in Ordnung. Die haben mich auch mal nicht gerufen oder sind auch nicht wach geworden ein paar Tage. Und dann fing das aber auf einmal an, dass ich aus dem Kinderzimmer Geräusche gehört habe, so als ob da ein Kind spielen würde. Also wirklich so auf dem Boden mit den Bausteinen, als ob einer einen Turm gebaut hätte und diese Bausteine, die fallen dann halt um. Und dieses Geräusch halt habe ich gehört. Dann bin ich auch aufgestanden, habe nachgeguckt, was da los ist, habe alle Lichter erstmal angemacht und habe erst gar nichts so jetzt wirklich gesehen, weil ich merke mir das jetzt nicht, wie die Spielsachen vorher gelegen haben. Also lagen schon Bausteine auf dem Boden, aber meine Tochter, die spielt ja auch damit und wenn sie dann ins Bett geht, die lässt das ja halt dann manchmal da rumfliegen. Deswegen merke ich mir das nicht, was da jetzt gelegen hat und was nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, das hast du dir jetzt vielleicht eingebildet und bin dann wieder zurück ins Bett. Habe das dann daraufhin aber schon wieder gehört und habe dann gedacht, nee, komm, jetzt gehst du nicht mehr gucken und habe das darauf folgende Nächte auch immer wieder wahrgenommen, dass da irgendjemand im Kinderzimmer am Spielen ist.
Aber ich habe es einfach ignoriert. Ich hatte keine Lust mehr darauf, weil ich habe zu viele Nächte bin ich hier rumgelaufen, habe das nachgeguckt. Und also ich hatte echt schon langsam schlechte Laune davon. Das war bei mir schon gar keine Angst mehr, war nur noch genervt davon, weil ich war gestört. Ich habe keinen Schlaf bekommen. Und tagsüber musste ich ja fit sein für die Kinder, weil ich hatte da ein kleines Baby, da eine 3- oder 4-Jährige zu dem Zeitpunkt, die da beschäftigt werden müssen. Und da muss eine Mama ja fit sein. Deswegen habe ich das einfach ignoriert. Irgendwann mal nach ein paar Wochen habe ich dann den Kleinen zum ersten Mal wieder ins Kinderzimmer gebracht. Das war der ganz Kleine. Den habe ich dann wieder in sein Bettchen reingelegt, weil ich endlich mal wieder eine Nacht schlafen wollte. Und habe das eigentlich für eine gute Idee gehalten. Hab den reingelegt, der ist auch eingeschlafen, war alles super in Ordnung. Ich bin dann auch später ins Bett gegangen. Ich bin dann um die Uhrzeit weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das 12, halb eins auch wieder so rum war. Bin dann wach geworden durch so einen lauten Knall. Und daraufhin habe ich direkt meinen Sohn schreien gehört. Also richtig, der hat richtig geschrien, da bin ich aus dem Bett gesprungen. Mein Mann sogar, der ist aus dem Bett gesprungen. Da sind wir beide ins Zimmer gerannt und haben nachgeguckt, das Licht angemacht. Und der Kleine stand in seinem Bett und hat also er hat über sein Auge, über der Augenbrauen, hat er geblutet, hat eine Platzwunde gehabt. Da haben wir erstmal geguckt, wir waren richtig verwundert. Ich habe den aus dem Bett rausgeholt und mein Mann hat ihn dann auf den Arm genommen. Ich bin erstmal ins Badezimmer reingegangen und hab ein Tuch geholt, um ihm das drauf zu drücken. Und ich habe gedacht, ey, wie kann denn das passieren? Da war ja niemand im Zimmer drin, der hätte den wehtun können. Mein Mann lag im Bett, ich lag im Bett, meine Tochter lag im Bett und es war in einem anderen Raum. Es war niemand dort. Und dann habe ich gesehen, dass im Kinderbett so ein Modellspielzeugauto lag. Das war ziemlich schwer und ziemlich groß. Nur was mich ein bisschen verwundert hat, diese Modellautos, die stehen eigentlich im Kinderzimmer auf einem Regal und das Regal hängt gegenüber von seinem Bett, also praktisch auf der anderen Wand. Und die stehen eigentlich immer da oben drauf, die holen wir nicht runter, weil der erstens noch zu klein ist, um damit zu spielen. Zweitens sind die auch ziemlich schwer. Die kann der eh noch gar nicht so richtig hochheben. Da haben wir halt immer Angst, wenn er damit spielt, dass er sich die auf die Füße fallen lässt oder so. Deswegen haben wir die erstmal da hochgestellt und auf jeden Fall lag eins in seinem Babybettchen drin. Und ja, für mich war einfach klar durch den Knall auch, dass das auf ihn geschmissen worden ist. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich war sauer, ich war wütend, weil erst habe ich gedacht, gut, hier ist was. Ich habe das so hingenommen. Ich habe es angefangen zu ignorieren. Ich habe mir gedacht, gut, du bist halt hier, wenn du dich ruhig verhältst und er hat ja auch nichts gemacht. Er hat ja auch nichts Böses gemacht. Das waren ja halt nur mal diese Geräusche nachts, die der da verursacht hat. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, bleibst du halt hier, wenn du hier bleiben willst, nur halt, bleib halt so und mach halt keine anderen Dinge, ja. Aber als das halt passiert ist mit meinem Kind, da war ich einfach nur sauer. Ich war wütend, traurig und dann wusste ich mir auch überhaupt nicht mehr zu helfen, weil da war bei mir einfach der Punkt erreicht, jetzt wird hier mein Kind angegriffen und ja, da habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich halt auch erstmal im Internet nachgeguckt, um mir Hilfe zu holen, habe da aber nichts Seriöses gefunden, bin immer wieder auf, wenn ich das mal so sagen darf, Idioten gestoßen, die irgendeinen Schwachsinn erzählt haben oder die sehr viel Geld haben wollten, um mir zu helfen. Wobei ich mir eigentlich immer gedacht habe, wenn sowas wirklich mal stattfindet, sind die Leute eigentlich daran interessiert, irgendwelche Beweise zu sammeln und nicht auch noch Geld dafür zu nehmen. Ich glaube, dass die einfach froh sind, dass die mal was haben. Sei es ein Bild, sei es irgendeine Aufnahme, sei es irgendwas, ja, da sind die glücklich drüber, dass die einfach mal was haben. Nee, die wollen Geld haben. Da habe ich Mittagessen gemacht, hatte die Küchentür auf, meine Tochter saß im Wohnzimmer auf dem Sofa, hat ein Buch gelesen und so aus dem Seitenwinkel habe ich jemanden gesehen, etwas
Kleines, das ist in mein Schlafzimmer rein. Und dann war ich natürlich wieder voll genervt, weil ich dachte, es ist meine Tochter, weil sie geht nämlich gerne in mein Schlafzimmer rein, weil sie ständig an meine Schminksachen rangeht und an mein Parfüm und matscht dann damit rum. Und sie weiß eigentlich, dass sie das nicht machen darf. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt macht sie es schon wieder, obwohl wir eigentlich immer Diskussionen darüber haben, dass sie es nicht machen darf. Bin dann so in mein Schlafzimmer rein, habe auch gesehen, dass die Tür aufstand. Mach die Tür weiter auf und gucke, es war aber niemand im Zimmer drin. Bin dann ins Wohnzimmer etwas verstutzt so und guck dann, sitzt die Kleine immer noch auf der Couch und liest das Buch. Habe ich gefragt, hör mal, bist du gerade in meinem Zimmer gewesen? Sagt sie, nein, ich sitze hier und gucke das Buch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut. Und solche Sachen habe ich eigentlich schon noch öfters, dass ich irgendwelche Dinge aber nie direkt sehe, sondern immer nur aus dem Seitenwinkel. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auch wieder nur eine Einbildung ist oder nicht, aber ich denke eher nicht, weil das halt schon, also für mich wirklich echt wirkt, dass da wirklich gerade einer vorbeigegangen ist. Also ich bin da schon von überzeugt, dass noch etwas hier ist.